Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Einen wunderschönen guten Morgen für dich und herzlich willkommen zum Selbstliebe-Adventskalender. Bis 24. Dezember wartet hier täglich eine neue kleine Podcast-Folge. Und ich habe stärkende Impulse, inspirierende Geschichten, geführte Meditationen und vieles andere mehr für dich, damit du dein Licht zum Leuchten bringst. Nicht nur im Advent. Und hier öffnet sich Türchen Nummer 9 für dich. Hast du schon mal von Reaktanz gehört? Nicht? Aber Bekanntschaft hast du mit diesem psychologischen Phänomen ganz bestimmt schon gemacht. Im Umgang mit anderen oder auch mit dir selbst. Reaktanz, das ist so eine Art Blindwiderstand, der in Menschen ausgelöst wird, wenn sie sich ihrer Einflussnahme beraubt oder irgendwie bevormundet fühlen. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt. Du bist bei einem Konzert, natürlich reden wir hier von Vor-Corona-Zeiten, und die Band auf der Bühne verkündet plötzlich, dass du deinen Nachbarn unterhaken und irgendwas mit ihm machen sollst, schunkeln vielleicht. Zack, sofort wirst du stocksteif und dein inneres Nein wird riesengroß. Du bist dagegen, ohne einen wirklichen Grund zu haben. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Und diese plötzlich auftretende Bockigkeit, die heißt Reaktanz. Irgendetwas, das fühlen wir dann, stimmt nicht. Irgendwie wollen wir nicht. Irgendwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Du weißt nur nicht genau, warum. Deine Kollegin zum Beispiel war beim Friseur. Ein Kollege nach dem anderen lobt artig beim Betreten des Büros die neue Haarfarbe. Na, so toll sieht das nun auch wieder nicht aus, denkt es in dir unwillkürlich. Aber nicht, weil du irgendwie böse bist, sondern weil die Reaktanz in dir zuschlägt und einen Widerstand gegen die Schleimspur erzeugt, die die Kollegen gelegt haben. Ein innerer Sensor in dir findet, das ist einfach zu viel des Guten. Ein Widerstand baut sich auf. Und das passiert ganz unwillkürlich. Oder denk mal an ein pubertierendes Kind. Vielleicht hast du ja sogar eins. Wenn du einmal zu oft im erzieherischen Ton darum gebeten hast, doch endlich den Mülleimer runterzubringen, verschwindet das sich fremdbestimmt fühlende, empfindsame Pubertier türschlagend in sein Zimmer. Reaktanz. Reaktanz, sprich der Widerstand gegen den empfundenen Beeinflussungsdruck, spiegelt sich übrigens auch sehr häufig bei gesellschaftlichen und politischen Prozessen wider. Wenn Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass ihre persönliche Entscheidungsfreiheit nicht genug Raum bekommt, reagieren sie mit, du errätst es, Reaktanz. Und je größer der wahrgenommene Druck, desto stärker wird der Blindwiderstand, der keinen logischen Grund braucht. Stößt man bei Freunden oder der Familie oder auch im Job auf Reaktanz, ist man meistens erstmal sehr erschrocken. Man sieht nämlich den Widerstand als gegen sich gerichtet. Aber du kannst dich davon befreien. Du kannst sogar die Reaktanz für dich nutzen, sie als Hinweis für ein Ungleichgewicht oder für eine überbordende Fremdbestimmtheit oder mangelnde Einflussnahme des oder der Betroffenen verstehen. Die Reaktanz hat auch etwas Gutes. Sie hat zum Beispiel besonders in Gruppen und Teams eine Art ausgleichende Funktion. Wer es versteht, Reaktanz als Frühwarnsystem und Gerechtigkeitssensor zu erkennen und zu nutzen, kann alle zwischenmenschlichen Begegnungen, Meetings, Entscheidungen und Neuerungen sehr viel stressfreier, effektiver und gerechter gestalten und somit Kreativität und Gruppenklugheit Raum geben. Wenn du also merkst, dass jemand in deiner Nähe ohne ersichtlichen Grund dagegen zu sein scheint, sich bockig oder trotzig verhält, dann lohnt es sich kaum, der Sache ebenfalls mit Widerstand zu begegnen. Das ist ungefähr so, als hältst du die Tür zu und jemand drückt von außen. Je mehr der jemand von außen drückt, umso mehr hältst du drinnen zu. So baut sich ein Kampf auf. Viel besser ist es, wenn du die Reaktanz rechtzeitig bemerkst und dann auf den Widerständler eingehst. Und das geht, indem du nachfragst und dich für seine Meinung interessierst. Das löst nämlich den Widerstand auf und bringt oft erstaunliche und wertvolle Meinungen und Ansichten ans Licht. Und das wünsche ich dir herzlichst, deine manchmal auch reaktante Claudia. Ich hoffe, du hast so viel Freude am Leben, Lieben, Lassen Adventskalender wie ich selbst. Und wenn das so ist, dann teile ihn auch gerne mit Menschen, die du magst und die ein paar stärkende Inspirationen auch gebrauchen können. Wir treffen uns, wenn du magst, auf Instagram unter @leben-lieben-lassen-podcast, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Und auch da schauen wir täglich hinter die Türchen des Adventskalenders.
Und Sponsor des Selbstliebe-Adventskalenders ist Brain Effect, High Quality Mind Nutrition für alle Lebenslagen und gute Stimmung. Und wie jeden Tag schauen wir auch heute hinters Türchen vom Brain Effect Adventskalender. Schachtel Nummer 9. Was kommt hervor? Recharge. Dein Post-Workout-Drink mit 15 Gramm Proteinen, GABA und zahlreichen Elektrolyten. Eben ein Drink, der mehr kann als nur Eiweiß. Wenn dich das interessiert, schau dir Recharge auch gerne im Brain Effect Shop an. Von mir gibt's 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte aus dem Brain Effect Shop. Leben20 lautet der Rabattcode, großgeschrieben und in einem Wort. Link und Code in den Shownotes. Und morgen, ihr Lieben, öffnet sich Türchen Nummer 10 vom Leben, Lieben, Lassen Adventskalender. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Noch mehr Inspirationen zu Persönlichkeit und Beziehung und alles über mich auf www.leben-lieben-lassen.de.